Befristete Arbeitsverhältnisse müssen die Ausnahme sein. Das hat der SPD-Parteitag am 21. Januar beschlossen. Doch in den SPD-geführten Ministerien gibt es immer mehr befristete Jobs. Im Familienministerium hatten 2007 rund 5% der Angestellten nur einen befristeten Vertrag. 2016 stieg dieser Anteil auf 34,7%. Im Auswärtigen Amt waren 2007 15,1% der Mitarbeiter befristet angestellt. 8 Jahre später waren es 27,7%. Im Wirtschaftsministerium sieht es nicht besser aus. Die Befristung wuchs von 12,1 auf 35,9%. 2007, jeder 10. Kollege im Ministerium für Arbeit und Soziales ist befristet. 2016, fast jeder 4. Im Umweltministerium verdoppelte sich der Anteil der befristeten Stellen von 15,2 auf 29,7%. Im Justizministerium noch schlimmer. Von 2,9 auf 12,6% wuchs der Anteil der befristeten Stellen. Schluss mit dem Weiter-so.